was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Hotspots Video. Vor 2 Jahren habe ich mein Food Hotspots Video gedreht und es ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum eins der meistgesehenen Food Videos. Ich habe mir überlegt, wie kann ich eine Special Shirin 2.0 Runde drehen, und wir machen diesmal eine Sweet Hotspot Tour durch Berlin. Herzlich willkommen zu meinen Favorite Süßigkeitenläden in ganz Berlin. Ja, also die Umstände sind heute entsprechend. Das hier ist mein Ortho-Scooter. Seid nett zu ihm, denn der begleitet mich seit 5 Wochen durch meinen Alltag und erleichtert mir einiges extrem. Wir haben es nämlich so geplant, dass wir schon direkt da sind. Und das. Hallo. Hallo. Das ist Solchi Lokma. Das sind türkische Teigfilter. Die werden meistens mit einer Creme gefüllt. Ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr Raffaello macht oder Bueno oder Vollmilch oder weiße Schokolade. Aber guckt erstmal rein, weil die sind unfassbar. Ich hätte gerne eine kleine Box. Ja. Mit Raffaello-Füllung und Vollmilchschokolade. Ich habe heute extra noch nichts gegessen, weil ich wusste, ich mache heute diese Foodtour. Das heißt, das wird heute mein erstes Essen. Das wird sehr, sehr lecker. Und Anton, willst du eigentlich auch was? Ich nehme gerne was. Ich nehme deine Hälfte. Darüber sprechen wir nochmal. Das müssen wir verhandeln. Leute, mein erstes Essen für heute. Meine Lokma sind gefüllt mit Raffaello, mit Vollmilchschokolade, getoppt mit Karamellsoße und mit Erdbeeren an der Seite. Und weil der Esel nämlich immer zuerst ist, guten Appetit. Die sind von außen knusprig, so karamell, so sirupig und innen so juicy. So sollten Teigbällchen sein. Das ist ein unfassbares Dessert. Ihr solltet auf jeden Fall Hunger mitbringen, denn diese schon knallen ordentlich rein. Aber ihr könnt sich zu zweit teilen. Das ist ein süßes kleines Date-Snack. Aber ich mache die jetzt alleine weg und Anton, wenn vielleicht einer übrig bleibt, kann er eine haben. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein unfassbares Mobil ist, das ist mein Ortho-Scooter. Und dieser Ortho-Scooter rettet wirklich mein Leben. Ich bin jetzt in der 5. Woche. Morgen muss ich noch eine Woche diese Schiene tragen. Ich habe hier sogar eine kleine Ablage. Ich habe hier meine Beauty-Bag, mein Portemonnaie, alles, was das Herz begehrt. Ob ich blöde Blicke kassiere? Ja. Ob es mir egal ist? Ja. Der Ortho-Scooter ist nicht motorbetrieben. Das heißt, ich muss immer Anschwung geben mit dem rechten Bein. Das sieht hier nämlich so aus. Dann muss ich immer so Gas geben. Ich habe hier noch eine Klingel, eine Bremse und ich muss sagen, ganz schön hottes Teil. Das hättet ihr auch gerne, oder? Weil es heute ein sehr, sehr heißer Tag ist, wollte ich als nächste Station The Alley wählen. Und das ist mit Abstand der leckerste Bubble Tea, den ich je getrunken habe. Bubble Tea hatte so einen kurzen Hype. Ich glaube, da war ich, keine Ahnung, 19, 18. Und dann ist es relativ schnell abgeflacht. Ich habe den aber durch diesen Laden wieder für mich entdeckt. Weil ich fand Bubble Tea irgendwie oft bitter. Ich fand den Nachgeschmack nicht nice. Ich fand die Jellies künstlich. Aber dieser Bubble Tea, vor allem habe ich mir 2 Stück geholt. Das sind meine absoluten Favorites. Das hier ist einmal der Mango Lulu. Der basiert auf Kokosnussmilch. Der ist so juicy, so geil. Die Bubbles sind so Der ist einfach unfassbar. Davon bestelle ich mir immer die große Größe. Und ich habe einmal Creme Brûlée mitbestellt, weil das beide sozusagen meine Lieblingssorten von dort sind. Und den gönne ich mir mit Sojamilch. Das hier ist wie ein Dessert. Das ist wie ein Erfrischungsdessert. Es gibt noch viel leichtere. Aber ich sag euch, Mango Lulu und Creme Brûlée, unfassbar. Ey Anton, das ist gerade genau das, was wir brauchen bei 35 Grad. Du hast diese Süße, von unten kommen dann diese Jellies, diese kleinen Gummibärchen, auf den kannst du rumkauen. Boah, so geil. Probier mal direkt den Creme Brûlée. Oha. Der Creme Brûlée hat zum Beispiel süße Jellies. Die hier sind fruchtig unten, ein bisschen süß, aber die haben richtig Bums, richtig karamellig, richtig schokoladig schmeckt das. Also wenn ihr Bock auf Dessert habt, go for Creme Brûlée. Und wenn ihr Bock habt auf sowas Süßes, Erfrischendes, dann go for Mango Lulu. Wir waren jetzt zuallererst in Charlottenburg bei Lokma. Wir waren jetzt bei The Alley in Mitte und fahren jetzt nach Kreuzberg zu meinem, und ihr habt es schon sehr, sehr oft in meiner Story gesehen, absoluten Donutladen. Und das ganz Besondere an diesem Laden ist, alle Donuts sind vegan. Wir haben gerade das Glück, dass der Laden komplett leer ist, weil es so heiß heute ist. Aber das hier
ist der unfassbarste Donutladen ever. Und das krasseste ist, die sind komplett vegan. Du schmeckst es aber nicht. Für die Leute, die gar nicht mit veganer Ernährung oder vegetarischer irgendwas anfangen können. Und ich habe immer meine Favorites und es gibt monatlich immer einen Special Donut. Und meistens ist das dann mit Charity-Projekten verbunden. Aber meine Favorites, so White Shock Strawberry, Pink Sprinkles als zweites, Peanut Butter Jelly. Und dann, wenn ich so irgendwie jemanden noch so überraschen will oder so Special Sorten, dann nehme ich immer Chocolate Peanut Cut und Salted Caramel. Aber davon esse ich 4 Stück hintereinander, period. Jedes Mal, wenn wir im Studio waren mit den Jungs und die aus Duisburg gekommen sind, also mit den Produzenten-Jungs, ich weiß nicht, wie oft ich bei Bramibals bestelle. Ich weiß nicht, ob ich täglich bei Bramibals bestelle. Anton hat mittlerweile so eine ganz gute Einschätzung, aber ich habe eine Sucht. Wie gesagt, das ist ein Problem. Mit 2x White Shop Strawberry, 2x Pink Sprinkles und 2x Peanut Butter. Eine kleine Rückwärtsfahrt, ne? Weil wir müssen ja wieder rauskommen. Tschüss, danke. Wir machen jetzt hier erstmal die Bremse rein, dass unser Automobil nicht wegfährt. Schwarze Maske, keine Problem für Make-up. Keine Sicht. Und jetzt haben wir hier eine Box von Liebe. Und ich sag immer, das Beste ist, die definitiv vormittags zu holen oder am frühen Nachmittag, weil die dann besonders juicy sind. Zum Beispiel hier. Oh ja, ich spüre schon. Ich habe mittlerweile so ein Gefühl, wenn die so ein bisschen, naja, was heißt abgestanden, wenn ich sie halt am Abend kaufe, schmecke ich das. Wenn ich sie vormittags kaufe, schmecke ich das auch. Und jetzt guck mal, diese juicy. Siehst du das? Wisst ihr, wie das riecht? Ich schwöre, es gibt keine krasseren Donuts. Guck mal, der Teig spricht. Hört ihr? Er spricht mit mir. Aber ich darf euch nicht sagen, was er gerade gesagt hat, weil das wäre ziemlich nasty. Mm. Bitte in die Kommentare, was für eine Bewertung ihr diesem unfassbaren Ortoscooter gebt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe vorher selber sowas noch nie gesehen, aber das Ding hat hier mein Leben erleichtert. Deswegen gebt dem Video einen Daumen nach oben für Ortoscooti. Er hat noch keinen Namen. Vielleicht findet ihr einen. Schreibt in die Kommentare. Jetzt mache ich nämlich was ganz Wildes. Ich zeige euch jetzt nämlich, wie ich einsteige. Ja? Erstmal packen wir das Knie hier rauf. Wir ziehen nach, ziehen nochmal nach, ziehen uns hoch, ziehen nochmal nach und verschwinden, um die Peinlichkeit ein bisschen wegzumachen. Und vielen Dank. Wenn ich Leute besuchen gehe oder irgendwo neu willkommen bin oder zu Gast bin, dann bringe ich immer eine kleine, große, mittelgroße, sehr große Box Bramibals Donuts mit, weil damit kann man nichts falsch machen. Jeder liebt Donuts. Falls jemand Veganer ist, das ist für dich und du kannst davon echt vieles essen. Und ganz, ganz wichtig ist, die Gründerin ist eine Dame. Alles ist so on point, wir lieben es. Und ich heiße euch übrigens das erste Mal hier offiziell herzlich willkommen im Bitches brauchen Rap Bus. Das ist mein neuer Bus. Damit werde ich durch Deutschland fahren, einfach um es ein bisschen gemütlicher zu haben. Wisst ihr, unabhängig von Corona, vielleicht wisst ihr es auch nicht, ich hasse Fliegen, werde sehr oft schikaniert und irgendwie getriezt an irgendwelchen Security-Kontrollen. In einigen Städten ist es enorm, wie in Köln und in Frankfurt. Berlin ist auch ganz schlimm, in anderen ist es viel entspannter. Und ich liebe es einfach, auch arbeiten zu können bei so langen Fahrten. Das heißt, wir haben hier richtig nice Sitze mit ausklappbaren Fußlehnen. Wir haben hier so kleine Tischchen, da kann ich hier auch meine Donuts ablegen. Wir haben einen kleinen Kühlschrank, wir haben einen TV-Bildschirm, Netflix, Spotify, YouTube, alles, was das Herz begehrt. Alles ist abgedunkelt, das heißt, wir können raussehen, aber keiner kann reingucken. Wir haben das Logo, wir wussten gerade nicht, wie man es pink einstellt. Und wir haben einen Sternenhimmel. Und mit diesem Bitches brauchen Rap-Mobil, das heißt, wenn ihr von außen ein full gepanzertes schwarzes Mobil seht, dann wisst ihr, das ist der Bitches brauchen Rap-Bus. Deswegen herzlich willkommen, vielleicht sehen wir uns jetzt öfter hier drinnen. Das ist jetzt ein Teil von Sugar David GmbH. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, mein Baby. Er ist süß, oder? Man kann noch so ein paar Sachen adjustieren, aber er ist echt süß. Der nächste Laden, zu dem wir jetzt fahren, ist ein Eisladen. Das heißt, wir hatten süße, unfassbare Teigtaschen. Wir hatten einen unfassbaren Bubble Tea. Abgerundet durch vegane Donuts. Was fehlt jetzt im Sommer? Ein unfassbar geiles Eis. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Ich bin der Gründer von Delabou, wir haben vor 5 Jahren angefangen. Wir sind gerade mittendrin bei einem Eis. Wir haben eine Kälteplatte und du suchst dir dann aus. Zum Beispiel Chapeau auf Blaubeeren mit Oreo und Minze, weil ich sowas nie bekommen habe. Dann packen wir das alles wirklich erstmal auf die Platte.
Da kommt halt unsere geheime Sahne dazu, eine vegane Sahne-Alternative. Oh. Laktosefrei, glutenfrei und halt vegan. Kathi hat mir mal von dem Laden erzählt, ich war tatsächlich noch nicht hier. Hast du eine Empfehlung für mich? Klar, guck mal, wir haben einen Vorschlag, der heißt Diabetes. Also Kinder Bueno, Crispy Rolls, Oreo, damit Nutella und Marshmallow. Und Roasted Marshmallow on top. Roasted Marshmallow, wir nehmen einmal Diabetes bitte. Auf jeden Fall. Liebe gemacht, danke schön. Ich bin gespannt und wir machen heute das allererste Mal ein Live-Taste-Test. Normalerweise kenne ich ja schon alle Sachen, aber das werde ich direkt probieren und euch direkt sagen, wie unfassbar es schmeckt. Ja, oh, das hat so einen Crunch. Oh, boah, das ist brutal. Ich empfehle euch auf jeden Fall Diabetes. Das ist so saftig, so crunchy. Es schmeckt auch nicht wie normales Eis, ne? Es wäre da innen ein ganz dünner kleiner Keks. Das heißt, du hast dieses Eis, du hast diese Sahne und dann hast du diesen kleinen Crunch. Weißt du, du beißt rein, soft und dann kommt so ein... Dabei. Ey, unfassbar, ich schwör's dir. Ich weiß gar nicht, wie ich hier bei 35 Grad so aussehen kann. Ganz ehrlich, ob ich extra dafür hierher kommen würde, ja, definitiv. Also Freunde der Sonne. Wenn ihr mal in Friedrichshain seid, dann besucht unbedingt das Del Labo, weil es ist wirklich unfassbar lecker. Und schreibt mir mal, wenn ihr generell bei so Hotspots seid. Ich kriege ja immer wieder Bilder von Leuten, die meine Food Hotspots besucht haben. Also egal wo ihr wart, Döner in irgendwelchen anderen Läden. Schreibt mir bitte, schickt mir ein Foto, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr irgendwo seid, was von mir kommt als Empfehlung. Der nächste Laden, wo wir jetzt gerade angekommen sind, ist Burrito Company. Ich weiß, das ist primär kein Süßigkeitenladen, kein Sweet Hotspot. Aber ich musste das hier unbedingt in dieses Video mit einbringen, denn die haben eine Süßigkeit, ein Dessert, wonach ich einfach süchtig bin, seitdem ich, glaube ich, in Berlin wohne, seit 2017 und mir das erste Mal gezeigt worden ist. Wir sprechen von frittierten Snickers und frittierten Oreos. Ich weiß nicht, ob es die in Berlin irgendwo anders nochmal gibt. Ich kenne nur die hier. Ich bestelle die über Lieferando. Ich fahre hier extra hin, nur um diesen frittierten Snickers zu essen. Manchmal habe ich Bock auf Oreo, manchmal auf Snickers. Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Ich zeige euch jetzt, wie der aussieht. So, dann machen wir die Bremse rein. Dann hüpfelig. Wie heißt du? Flo. Freut mich. Cool, dass es geklappt hat. Freunde, das hier ist Flo und ich würde total gerne heute vorstellen, eure frittierten Snickers und eure Frittierloge. Ihr habt unfassbare Burritos, aber ich mache heute ein Süßigkeit-Hotspot-Video und deswegen würde ich gerne beide probieren und den Leuten zeigen, wie es schmeckt. Na klar, bring ich dir. Ich danke dir. Gib mir 2-3 Minuten. Hammer, danke schön. Ich hoffe, es schmeckt. Mit der Soße kriege ich noch den Oreo. Ah, okay, dann reden wir heute nur über den Snickers. Schade, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie der schmeckt, müsst ihr halt selber hier hinkommen. Ne? Kann ich nichts dafür. Dankeschön. Okay, Leute, das ist der frittierte Snicker. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das? Wir haben hier so eine, ich glaube, das ist so eine Vanillesoße. Das sieht jetzt sehr, sehr wild aus, aber ich sag euch, wenn ich dicht bin, das ist das Schlimmste, was ich bestelle. Hört ihr ihn? Auch er spricht mit uns. Ihr müsst zuhören. Ich sag mal so, wir haben heute 35 Grad. Wir haben angefangen mit Lokma, Bubble Tea, Donuts, Eis. Und wir sind hier bei Food Hotspots Nummer 5. Falls ihr euch fragt, wie sehr mein Bauch gerade schreit und... Ja, mir ist ein bisschen schlecht, aber alles für den frittierten Snickers. Oh, das war jetzt zu lange weich. Ja, okay, das wird nicht schön aussehen. Das wird wirklich nicht sehr schön. Oh Gott. Und ich esse normalerweise echt nicht gerne Snickers, ne? Gar keine Snickers mehr. Aber so? Jetzt habe ich den komplett auseinandergenommen. Also, guten Appetit. Heute mal Schluss. Also, ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause. Ich werde erstmal 3 Liter Wasser trinken, mich erstmal entzuckern. Es war unfassbar, aber das hier war ein Cheat-Day für die nächsten 3 Monate. Nicht, dass ich relativ oft so esse. Saftkur ist auch schon bestellt, 5 Tage. Gib ihn. Deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, welchen Food-Hotspot ihr am ehesten ausprobieren würdet in der Sweet Edition und was für ein Food-Hotspot-Video ihr euch vielleicht als nächstes wünschen würdet. Vielleicht eine Vegan-Edition, vielleicht eine türkische Küche-Edition.
Edition. Vielleicht eine Fast Food Edition, vielleicht eine Pasta Edition. Das wäre auch krass, die beste Pasta in Berlin. Oh, da kenne ich einige Läden. Jedenfalls schreibt es unbedingt in die Kommentare. Anton freut sich sehr, denn Anton hat kein einziges Mal heute mitgegessen, aber ich glaube, bei Pasta ist er definitiv dabei. Und wir verabschieden uns ganz herzlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Restaurants sind unten verlinkt. Auf Wiedersehen.